So, wir sind jetzt gerade vom Einkaufen gekommen. Und zwar haben wir uns für ziemlich viele Dekostückchen entschieden. Und jetzt wollen wir heute zusammen den Adventskranz basteln und ein bisschen dekorieren. Kerzen haben wir ganz tolle gefunden im Tierladen. Und neue Stiefel für die Kinder. Vielleicht die Kamera bald mal umdrehen. Dann könnt ihr sehen, was sie so ausgesucht haben. Und zwar haben wir diese Socken gekauft. Die wollen wir eigentlich jedes Jahr. So ein bisschen Deko, da muss ich was abmachen. Das sind eigentlich so Aufhänger für den Baum. Und das da eben auch für den Adventskranz. Dann haben wir noch so Aufkleber für die Eingangstür geholt. Heute werden wir noch die Beleuchtung einschalten. Wir haben heute wieder ein super Schnäppchen gemacht. Der Sack darf mit Brot, der ist glaube ich vom Vortag, mit Donuts und was ist denn das? Crepes sind drin, ganz viele weißes Brot und schwarzes Brot. Da oben Zuckerdonuts, ganz toll. Der ist mega schwer, aber man kann das Brot gut einfrieren. Oder dieser, dieser Zuckerkuchen, der ist auch genial. Oder Schwarzbrot oder das weiße Brot. Man kann auch Knödelbrot draus machen dann. Trocknen lassen. Ah, Donuts hat sogar noch mehr. Da, Crepes. Ganz toll. Muss ich mal da aufmachen. Ups, danke schön. Ah, mit Schokolade und rosa und weiße Donuts. Die schmecken auch am zweiten Tag auch noch gut. Dann hat es da noch Zuckerdonuts. Und die Kinder lieben das Zeug. Okay. Noch mehr. Super. Und das ist eben dieser Zuckerkuchen. Der ist super lecker. Oh, die sind auch toll. Die kleinen Männchen. Ah, das sind die Männchen. Und da ist noch mehr Donuts. Wahnsinn, wie viele Donuts sind da drin. Und eben ganz normal Schwarzbrot, man soll einfrieren und dann später irgendwann essen. Noch ein Männchen hat es. Ja? Auch cool, für die Kinder ist es toll. Sogar noch bei. Ja, die kann man auch gut einfrieren, glaube ich. Und alles an Donuts, glaube ich. Hier sehe ich nur Donuts, oder? Wo? Na, die sind Zuckerkuchen. Zwei haben wir. Die sind auch lecker. Das kann man auch gut einfrieren. Ganz toll. Brioche au fromage blanc. Oh, wie toll. Hä? Käsebrot. Ja, Käse heißt, das ist nicht Fromage wie Käse, sondern einfach, das heißt so viel wie Topfen. Topfenbrot mit Zucker. Hell. Ja, das haben wir halt ergattert und jetzt gehen wir das Haus dekorieren. So, jetzt haben wir schon mal das Fenster da gemacht. Jetzt kommt da die erste Deko drauf, offiziell für heuer. Sie sind schon am Auspacken. Oh, so schön. Jetzt schaut es noch schöner aus als wie vorhin. Boah, jetzt erstmal das Bild da. Oh, ist schwierig. Oder magst du abmachen? Und das macht man dann da unten hin, oder? Zentriert in der Mitte oder am Rand? In der Mitte. Ganz okay, dann klebst du drauf. Hier? Ja. Ja, oder am Rand oder was weiß ich, keine Ahnung. Passt das so? Ja klar, wie schön. Ah, ist das nett. So, und den Rest auch noch. Schön. Oh, schön. Sieht toll aus. Oh, was? Soll ich dir helfen? Okay. Oh, ist das schön. So schöne Schneeflocken. Kommt das kleine hin? Ja. Sieht gut aus. Groß ist am schwersten, oder? Ja. Einhändig sowieso Katastrophe. Ja. Danke. Schön. Sieht das gut aus. Hopp! Fast runtergefallen. Oh, ist das schön. Haben wir noch mehr? Ja, klar. Okay, Rest darfst du drauf machen. Oh, ist das schön. Dani hat auch schon den Baum hergerichtet. Ich muss dann nur testen, ob der noch leuchtet. Und mal richtig biegen. Der war im Heizraum versteckt. Und wir müssen diese
diese Eiszapfen einschalten. Die hängen noch da vom letzten Mal. Vom letzten Jahr, besser gesagt. Und in der Mitte müssen wir es wieder aufhängen über den Nagel. Kommst du an den Nagel dran? Kannst du dich da dranhängen? In der Mitte ist der Nagel, da kannst du draufhängen. Danke. Super. Versuche das mal einzuschalten. Es fängt an, stark zu regnen. Ja. So wie schon ein bisschen, ja. Beeil dich mal. So, es wird schon langsam weihnachtlich da draußen. So, Lea hat jetzt schnell die Weihnachtssachen aus dem Keller geholt. Haben wir ein paar Kisten voll damit. So, auch noch. Wo ist denn deine Bohnendose drin? Das passt da nicht rein. Das ist wieder verräumen. So, da ist der Ständer für den Weihnachtsbaum. Deko, Lampen, ist alles ein bisschen gemischt. Das da ist nur die Laterne, die wohl vors Haus kommt. Ich habe aber abgeputzt, das ist da drauf gerunden. Oh, wie schön. Die Weihnachtsfiguren, die gefallen dir gut, Hermelina. Ja. Toll. Die sind schön, ja. Schön und toll. Ja. Toll schön. So, das wollen wir heuer mal machen. Ist auf jeden Fall das da. Das ist unser Adventskalender. Kranz, den machen wir immer. Jedes Jahr irgendwie, gell? Das machen wir neu. Nikolaus. Oh, das ist der Nussknacker. Nussknacker. Au! Ja, der Nussknacker. Nussknacker, da kannst du einen Platz im Wohnzimmer suchen, wo du den aufstellen willst. Okay, den haben wir letztes Jahr gekauft. Da sind die ganzen Kugeln für den Baum. Ein Nussknacker. Deko und so Zeug. Dann die Winterwelt. Machen wir dann wieder alles schön. Und schauen dann mal, was wir noch alles haben. Gut. So, jetzt machen wir noch die Weihnachtsgirlande daher. Das werden wir dann auch daher kleben. Ja, da brauchen wir definitiv einen Kleber, weil der uns dann hält. Wir haben nie mal da Kleber gehabt. Ja, aber es hält nicht mehr. Du musst vorher Kleber benutzen. Es hält das nicht. So. Ja, es hält nicht. Aber sie macht es so rein. So geht's. Dann geht's heuer auch ohne Kleber. Ah, man kann da was anhängen. Nein, da wird nichts Blaues angehängt, okay? Wir halten uns an die Farbvorgabe. Bitte, Melina. Wieder. Stupfig. Stupfig, das ist nur Plastik. Das ist stupfig. So. So haben wir auch gemacht. Ja? Mit Klopfen. Klopfen kann uns helfen. Gefunden und dann gekauft. Ich
kleine Tür, sogar mit kleinen Mini-Türgriff. Man kann sie aufmachen, aber wir haben die Wand jetzt nicht extra aufgemacht dafür. Und so kleine Punkte zum Dekorieren. So kleine Mini-Bäume sind dabei gewesen. Und Türkranz, den finde ich obergenial. Holzbretter, wo ich noch nicht weiß für was. Da muss man das was basteln. Ja. Eine kleine Mini-Bank. Wie süß. Natürlich Geschenk, ne? Was ist denn das? Einer, okay. Ein kleiner Tisch. Das ist dann noch ein kleines rotes Geschenk. Und eine kleine, ein kleines Postteil, ein Postkasten. Heißklebepistole. Und dann so klein kam. Kannst du mal das aufmachen? Also, was ist das? Ah, ein Mehlsack. Das ist toll. Oh, süß. Schau mal, das ist ein Nudelholz. Ja, voll süß. Das Blech. Und das da? Ist da drinnen? Aha, da ist ein Zaun und Stiefel dabei. Oh, okay. Süß, die sind ja super cool. Stiefel zu einem Mehlfoto. Man kann mit den kleinen Stiefeln kann man so, so Mehlspuren machen. Kleine Dusche. Eine Fußmatte. Eine Welcome-Fußmatte. Ein Zaun. Oh, ist so cool. Was ist das? Eine Glasflasche. Und hier eine Zeitung. Das ist so cool. Und das so rote Sternchen. Ja, das gefällt mir. Wollen wir das gerade montieren? Ja, im Pilz was. Oh ja. Wunderschön. Das ist so süß. Falsch rum. Wieso falsch rum? Ah ja, lesen wir praktisch, gell? Ach, süß so. Auch schön. So, jetzt haben wir da mal ein bisschen vorsortiert. Da ist jetzt nur die Weihnachtswelt, die bauen wir heute auf. Dann diese Laterne werden wir aufstellen. Und das sind die ganzen Schneekugeln, da leuchtet der Weihnachtsmann. Das wird halt alles noch montiert. Da suchen wir noch die Keksdose. Und die schöne Keksdose, die haben wir auch schon gefunden. Das ist diese da. Das ist die schönste, die wir haben. Ja? Ja. Dann machen wir das jetzt ab. Da sollte nur die Weihnachtswelt drin sein, mit verschiedenen Karusselle und so. Ja, ich glaube Platz, hä? Huh? Wollen wir aufbauen? Hm. Okay, so. Licht. Bling. Tada. Fertig. So, die Kinder helfen mir gerade auszupacken. Da ist noch eins. Dann machen wir mal die Kerzen drauf. So gerade wie möglich. Versuch, dass sie so gerade wie möglich stehen, gell? So. Geht's? Super. So, kann ich was ruhig raus tun, gerne tue ich mir leichter. Wo soll man das anhängen? Das hat da drauf geklebt. Draufgeklebt? Mhm.
Okay. So. Nummer 1. Festgeklebt. So, und dann ist das heuer unser Adventskranz. Das kann man dann wegtun, das bleibt über, das kannst du für die Bäumchen, also für den Baum aufbewahren. Das ist doch schön geworden, oder? Ja, toll. Wir haben da wieder das schöne Karussell rausgetan. Dann haben wir noch so ein beleuchtetes Haus, einen Weihnachtsbaum, eine Schlittschuhbahn, auch noch irgendwie beleuchteten Schneemann, Weihnachtsmann. Da ist noch ein kleiner Zug, da brauchen wir eine Batterie und den Skilift und die kleine Schaukel, gell? Müssen wir schauen, ob wir noch mehr haben. Den großen Tannenbaum haben wir auch noch. Den da herstellen. Tannenbaum! Ach du lieber Tannenbaum! Ja! Tannenbaum. Schon schön, hat die Welt langsam. Oh, die Kinder haben schon ein bisschen eingeschaltet. Nach wann geht's wieder? Klasse! Karussell geht auch wieder. Der kleine Zug. Was ist damit? Das müsste auch gehen. Und das sollte auch leuchten und gehen. Nicht dran ziehen, sonst machst du es kaputt. Oh, wie schön, hä? Toll. Gefällt dir, hä? Ja. Danke, Dario, fürs Helfen. Hast du toll gemacht, danke schön. Oh, wie schön. Der Weihnachtsbaum hat noch eine Glocke bekommen. So schön. Danke.